Gut, Leute, weiter geht's. Wir haben das letzte Mal das Rätsel gelöst. Und jetzt gehen wir weiter in der Bibliothek. Was uns da noch so alles erwartet. Wir müssen nach links. Wir können aber nach rechts auch gehen. Wo gehen wir zuerst her? Gehen wir erst hierher? Okay, wir wollen erst gucken, was hier uns in der Bibliothek erwartet. Rein da. Freshs Kammer. Beeindruckend. Woher weißt du das? Sieh dir die Tür doch an. Die schreit förmlich. Mieser Schurkenbastard. Ach so. Du fragst gar nicht, ob du sie eintreten sollst? Haha, genau. Braum will nicht mehr fragen. Oder warten. Mit der Faust. Nach euch, Freunde. Mit der Faust haut er einfach alles aus dem Leben. Da ist er ja schon. Unser Threshy. Stöhnen wir? Ich hoffe es doch schwer. Ihr seid zu spät. Mein Plan nimmt bereits Gestalt an. Es ist köstlich, wenn ihr Sterblichen euch wehrt. Wenn eure Hoffnung langsam erlischt, bereitet das nur süßeres Leid. Du wirst hier gleich leiden. Du kannst uns nicht besiegen. Würde ich nicht drauf wetten. Wäsch, 31.000. Muss auf jeden Fall hier mit hat er noch irgendwas anderes? Verursacht moderaten Schaden und erwischt. Erwischt bewirkt 3 Runden lang in jeder Runde 5 Steigerungen von Schrecken. Gewährt dasselbe einen leichten Schild sowie zusätzliche. Okay, verursacht moderaten Schaden. Okay, da muss man unbedingt drauf aufpassen. Auf die Stacks müssen wir auch unbedingt aufpassen. Er ist zwar betäubungsimmun, aber er ist nicht immun gegen alles andere. Zum Beispiel Gift oder Entzünden. Okay. Also, MF macht ordentlich Schaden. Und Illaoi Slash ist dran. Wir brauchen hier Gruppen. Gruppen-Debuff. Nein, die kann sich selber debuffen. So. Und so. Ulti-Ari. Alle heilen.
Ich wollte gerade sagen, shit. Ari hat schon 15 Stacks. Vielleicht kann sie sich selber heilen. So, sie heilt sich selber, ne? Das ist schon mal gut. Oh, Slash, Thresh Ulti. Okay, die Kiste Gefahr. Ich darf auf keinen Fall da reinkommen, ne? Hä? Hey? Ich lebe doch. Bin mir noch nicht ganz schlüssig, was das hier ist. Zurück in den Schoß der Schlangenmutter. Schwach. Okay. Thresh ist ein Arschloch. Was haben wir falsch gemacht? Kann man das hier eigentlich skippen? Stören wir? Ich. Nein. Ihr seid. Du wirst hier gleich. Tod und Erleben. Begrüßen wir den. Thresh. Haltet einfach still. Dringend hier auf die Sticks aufpassen. Betäubt und verlangsamt. So, Illaoi kann sich die Sticks quasi selbst wegmachen. Oder wir benutzen einfach Tränke dafür. Fünfmal. Jetzt bin ich echt sauer. Fünfmal ist schon bitter, ne? Ich werde nicht fallen. Das Problem ist, sie wird fallen.
muss mich da, da muss ich auf jeden Fall gegen. Weil das tut weh, wenn ich 80% von meinem Leben riskieren muss. Tausender Crit. So viel Leben, ey. So viel. Oh shit. 15er Stacks. Wer ist nach mir dran? Sollen wir es riskieren? Ich glaube, wir müssen es riskieren. Genießt es einfach. Ich glaube, das war ein knappes Ding. Das war ein knappes Ding. Jetzt habe ich dich in der Hand. Das war ein knappes Ding. Das hier ist halt mega bitter, ne? Die Kiste. Wir gucken mal, was die Kiste ist. Die Kiste. Es scheint eine Gefahr, bei der ihr alle Champions außerhalb der Sicherheitszone mit 20 Steigerungen von Schrecken belegt. Was ist die Sicherheitszone? Ich habe hier keine Sicherheitszone, ne? Das werde ich genießen. Wir versuchen einfach alles gegenzuheilen. Da, wir waren nicht da drin. Okay. Er ist zwar betäubungsimmun, aber er ist nicht dingsbumsimmun. So. Wir haben den Ulti auf jeden Fall schon mal überlebt. Was schon mal sehr gut ist. Dann machen wir hier ein bisschen Damage. Ari halt gegen. Der Körper ist ein Gefängnis. Nein. Oh, das war sehr wichtig. Das war sehr wichtig gerade. Wieder auf den Beinen. Okay, okay, okay. Angreifen. Test auf der Tempo Lane.
muss Illaoi unbedingt wiederbeleben. Ah, das ist absolut fein. Oh shit. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich war zu nachlässig. Die Kiste. Die Frage ist, wo ist jetzt die Kiste, ne? Ich heile mich einfach gegen. Ich heile mich einfach so hart gegen. Komm. Kriegen wir den kaputt? Machen wir weiter. Ha, das kriegen wir hin, oder? Oh, 6000er Crit, Leute, ey. Zwölf besiegt. Second try. 200 Erfahrung. Deinen Trägen sind vorbei. Junge. Meine Intrigen? Oh nein. Mein Sieg steht kurz bevor. Folterknecht. Eine neue Zerstörung wird Bilgewasser erreichen. Sie wird die Welt ergreifen. Und dann kehre ich zurück. Alle Seelen werden mir gehören. Ich hätte auch Bock mal auf die Entwicklung von Thresh, wie Thresh zu Thresh geworden ist. Der Göttin sei Dank. Er ist weg. Ja, Geister kommen eigentlich nicht wieder, wenn ich sie derart durchsiebe. Er meinte, eine Zerstörung wird die Welt ergreifen. Was hat er getan? Es ist Gangplank. Mit dem Abschaum haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen. Lasst uns keine Zeit verlieren. Feuer speichern. Wir speichern vorher. Nicht, dass wir jetzt direkt einen Bosskampf haben und und komplett auseinandergenommen werden. Okay, Leute. Das war's auf jeden Fall für die Folge hier. Ich denke mal, Thresh's Kampf eine Folge wert. Und dann geht's einfach weiter in der nächsten Folge.